herzlich willkommen zu einem weiteren Part Mein echtes Zockerzimmer. Ja Leute, heute wieder einen weiteren Part. Und zwar bauen wir diesmal ein bisschen den Tisch. Da habe ich schon mal die Beine hingebaut, damit man ungefähr diese Grundform hat. Ja, jetzt brauche ich erstmal hier Birkenholzbretter. Das ist nämlich auch die Farbe von meinem Tisch. Das ist helles, schön helles Holz. Und dann fangen wir auch mal direkt an. Da gehen wir jetzt 3, so seitlich gehe ich weg, weil mein Tisch auch vorne, der ist ja klar, Beine stehen da oder die Tischplatte steht da immer ein bisschen über. Dann machen wir das auch wieder, damit ich gleich diese Form habe. Da, zack. Haben wir das aber erstmal wieder hier speichern. Ja, und jetzt geht's weiter. Erstmal wieder schön langziehen, langziehen, langziehen. Das ist schlimm. Ja, muss sagen, bin echt sehr gut vorangekommen hier. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Das Schlimmste kommt ja noch vor uns. Da sieht er ja schon den Umriss von der weißen Wand. Da kommt ja auch noch die Couch und so hin. Das ist alles noch sehr, sehr viel Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, guck mal, da haben wir den ersten Umriss, haben wir ja schon. Da zähle ich nochmal nach. 2, ja, passt. Ja, ich fliege mal gerne alle Ecken ab und gucke, ob es wirklich genau passt, aber das passt genau. Ja, fangen wir mal an, glaube ich, hier alles dicht zu ziehen, ne? Und dann machen wir erstmal die Tischbeine, dass die schon mal mit Holz zu sind. Zack, fertig. Bitte. Zack, nochmal. Fertig. Und nächsten. Ja, das dauert und dauert und dauert. Ja, fange ich jetzt oben an oder mache ich unten? Ja, ich mache unten, glaube ich. Ja, das passt. Dann müssten wir ungefähr die Höhe. Dazwischen habe ich noch so eine Tischplatte. Das ist zu hoch. So eine kleine. Ah, machen wir auch mal direkt schnell. Die Umrisse ziehen. Ja, muss ja auch alles passen, ne? Deswegen immer erst die Umrisse ziehen und gucken, ob wirklich alles passt. Aber so wie es bis jetzt gerade aussieht, passt das alles. Ich hoffe erstmal. Ja, sieht gut aus. So, dann haben wir das. Ja, Leute, da habe ich einen kurzen Cut gemacht. Und damit ihr es eben halt nicht alles mitkriegt, da wie die ganzen Tischplatten da dicht ziehe. Weil das ist ja bestimmt für euch auch ziemlich langweilig, wenn ihr nur seht, dass ich da immer nur nach links und nach rechts gehe. Und einfach nur die Blöcke hinsetze. Das würde ich als Zuschauer, glaube ich, ein bisschen langweilig finden. Deswegen habe ich da einen kurzen Cut gemacht und ja. Fangen wir oben auch mal an, da werde ich glaube ich gleich auch nochmal einen Cut machen. Je nachdem. Soll es ja auch ein bisschen mitkriegen, ne? Dass ich die Dinger dazu baller. Ja Leute, dann würde ich sagen, ich mache hier einen kurzen Cut und ja, wir sehen uns dann eben halt jetzt gleich wieder. Bis gleich. Da war der, da bin ich wieder. Da war der Cut wieder. Jetzt seht ihr, dass da oben die Platte unten zu ist und oben eben halt noch ein kleines Stück fehlt. Das wollte ich noch mit euch zusammen machen. Dann seht ihr, dass der Tisch eben halt fertig ist. Dass wir den Tisch dann auch haben. Ja. So, und noch eine Reihe. So, nächste Reihe fertig. Jetzt kommt noch eine. Zack, zack, es geht alles zack, zack, zack hier. Ja, ich glaube, das Schlimmste wird nochmal die Heizung sein, Leute, weil die Heizung will ich schon, ja, eher gesagt will ich, ist ja eigentlich mein Zimmer. Und ich will das ja so machen, dass auch wirklich mein Zimmer ist in Minecraft, außer die Blumen. Ich habe keine Blumen in meinem Zimmer. Auch rechts unten da beim Schrank steht ja auch eine große Blume. Und die habe ich auch nicht in meinem Zimmer, da habe ich einfach ein Leer, da steht einfach nichts. Und dann hat Wenke ihm halt gefragt, ob er da einen Blumentopf hin machen kann mit einer Blume drin.
Da ist ja noch keine Blume drin. Aber da soll eine Blume rein. Und da steht jedenfalls schon mal der Blumentopf. Und ja, da haben wir den Tisch auch fertig, Leute. Das war's mit dem Tisch. Ja, dann das war eine kleine Folge. Dann verabschiede ich mich und wir sehen uns in den nächsten Part wieder. Viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Mal.